Bruce hier, BB2K Airsoft Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und frohes neues Jahr. Das ist mein erstes Review 2020 und ich muss ehrlich sagen, was Spezielleres als das, was ich euch heute zeige, hätte gar nicht kommen können für ein erstes Review 2020. Dieses gute Stück werdet ihr heute in meinem Review sehen, und zwar die Hudson H9 als Gas Blowback Variante von der Firma AW Custom bzw. EMG. Absolut genial, jetzt schon für mich Kultstatus, denn die Real Steel Hudson hat es nicht lange überlebt, von 2017 bis 2019, dann ist die Firma Hudson bankrott gegangen, also in der Real Steel Welt schon, ja, kann man sagen, fast schon ein Sammlerstück. Und das Teil jetzt als Airsoft zu haben, full lizenziert mit allen Markings, ein absoluter Traum. Aber ich möchte nicht zu viel vorfassen, denn ihr wollt ja auch noch was nach dem Intro sehen. Deswegen sage ich mal, durchgeladen, Intro los und dann sehen wir uns. Aus dem Intro zurück, da bin ich wieder und starten wir gleich mit dem Lieferumfang hier von der Hudson H9 GBB. Oder starten wir zunächst erstmal mit dem Preis. Gekauft habe ich das gute Stück bei Cod & Seller für 230 Euro. Ein richtig satter Preis, so wie man das eigentlich von Cod & Seller gewöhnt ist. Aber wenn man sich mal die europäischen Nachbarländer anschaut, da kostet die H9 zwischen 214 und 240 Euro. So liegen wir hier in Deutschland im absoluten Mittelfeld und das ist eigentlich absolut okay. Dennoch ist es eine ziemlich hochpreisige Waffe. Ich denke mal, das liegt auch daran, dass das Ganze hier lizenziert ist, und ich erzähle euch später nachher auch noch ein bisschen was zu der Real Steel. Denke ich mal, ist das wirklich schon ein kleiner Sammlerstatus, den ich hier in den Händen halte. Die Produktlinks packe ich euch wie gehabt in die Videobeschreibung. Wir starten jetzt wie gesagt mit dem Lieferumfang. Ja, und ihr seht das auch schon, die H9 kommt hier in diesen grauen, festen, stabilen Karton mit dem Hudson Logo drauf. Dann haben wir hier auch noch mal ein paar technische Angaben. Auf der Seite sehen wir den Hersteller EMG bzw. AW Custom bzw. WE. Wenn wir den Karton aufmachen, haben wir zunächst hier eine Anleitung von Kotte und Seller. Die ist aber ziemlich allgemein gehalten und bezieht sich jetzt nicht direkt über die Hudson H9, sondern eigentlich mehr nur so allgemein, wie man damit umzugehen hat, und auch noch ein paar Sicherheitshinweise. Finde ich eigentlich eine schöne Sache. Eine Anleitung selber finden wir nicht im Karton. Dafür finden wir hier nochmal ein Zertifikat, dass es sich wirklich um ein lizenziertes Markenprodukt handelt, dass hier auch die Original Hudson Logos mit Recht aufgebracht werden durften. Auf der Rückseite haben wir hier einen QR-Code. Wenn ihr den mit eurem Smartphone scannt, kommt ihr auf die Seite von AW Custom und da könnt ihr euch die eigentliche Anleitung dann anschauen bzw. runterladen. Und dann kommen wir eigentlich zu dem Wesentlichen. In Kunststoff gebettet haben wir hier einmal die Hudson H9 und ein Gasmagazin. Das Gasmagazin besteht aus Metall, hat eine Kapazität von 25 Schuss. Und hier das gute Stück. Da fällt mir gerade was raus. Das ist auch noch ganz wichtig. Im Griff selber haben wir nochmal eine Tüte. Dort befindet sich nochmal eine Slide-Stop-Hebel im 1911er-Style. Falls euch hier der Hudson-Style nicht gefällt, könnt ihr hier auf 1911er umbauen. Ich lasse es natürlich so, weil sie wurde so gebaut, also lasse ich es auch so. So, jetzt mache ich mal das Magazin rein und dann schauen wir uns das gute Stück mal etwas genauer an. Sieht absolut speziell aus, so wie ich es mag. Keine stinknormale Pistole, und die Firma Hudson hat sich bei der Herstellung auch eine ganze Menge gedacht. Und ich denke mal, das ist jetzt auch der beste Punkt, einmal einen kleinen Schwenk zu machen zu Real Steel. Ja, Real Steel. Ich erzähle euch noch ganz kurz und knapp, so viel es geht, damit ihr so die Grundinfos habt. Alles weitere packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ja, Hudson H9, absoluter Hype. Vorgestellt 2017 das erste Mal auf der Shoot Show. Der Hersteller Hudson kommt aus Texas, USA, und hat es wirklich mit der H9 geschafft, was Neues, Innovatives auf den Markt zu werfen. Und dazu muss ich ehrlich schon mal sagen, Hut ab für die Firma, dass sie sich das getraut hat. Alle anderen Firmen, ja,
die machen eigentlich auch nichts viel, als auf die vorhandenen, bekannten, gut verkaufenden Basis einfach irgendwas Neues zu produzieren. Ja, ich sag mal so, die nehmen sich einfach 1911er, wie hier die Silent Arms, pimpen die ein bisschen auf hier mit Löchern und hast du nicht Cut-Offs und bauen und basteln. Im Endeffekt ist es aber nur eine 1911er, die halt aufgemotzt ist. Sozusagen ein Golf GTI mit Schürze, mit Spoiler und was nicht und hier mit noch einem verbesserten Motor drin. Aber eigentlich im wahrsten Sinne nichts Neues. Und mit der H9 von Hudson haben wir wirklich was Innovatives, denn die Firma hat sich wirklich Gedanken gemacht und sich die Mühe gemacht, wirklich mal was Neues auf den Markt zu werfen. Und das ist hier die H9. Leider hat die Firma ja nicht lange durchgehalten, hat jetzt frühes Jahr, war es im März, glaube ich, bankrott gemacht. Ich für meinen Teil, ich habe leider noch nicht mit einer echten geschossen. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt eine Hudson H9 hier in den Händen halte. Nun ist es hier eine Airsoft. Aber ich würde es gerne mal machen. Vielleicht komme ich noch mal dazu, dass ich so ein Teil mal in den Händen halte. Denn es ist jetzt wirklich sehr, sehr rar geworden, jetzt an eine H9 ranzukommen. Ich glaube, weltweit wurden jetzt bis jetzt, glaube ich, nur 9000 verkauft. Jetzt ist die Firma bankrott. Es gibt wahrscheinlich noch ein paar in den Shops zu erwerben. Aber wie die Zukunft jetzt um die H9 aussieht, weiß man nicht. Aber kommen wir jetzt mal zurück zu den Innovativen, was sich Hudson hat einfallen lassen. Und zwar, wenn man sich die Pistole zum ersten Mal anschaut, sieht sie absolut futuristisch aus. Und das vordere Erscheinungsbild ist wirklich auch das, was sofort auffällt. Man könnte sich denken, dass hier im unteren Bereich jetzt ein Laser oder eine Taschenlampe angebracht worden ist. Aber das hier, was sich hier vorne befindet, ist wirklich das Innovative. Denn die Firma Hudson hat sich Gedanken gemacht, wie kann man den Recoil, also den Rückschlag beim Schießen, ein bisschen minimieren, sodass man schneller, konstanter, präziser schießen kann. Dazu wurde die Feder, die unterhalb des Laufes sich normalerweise befindet, ganz weit nach unten gesetzt in diesem Bereich. Und dadurch wird halt der Rückschlag vermindert, weil das Ganze jetzt tiefer liegt als bei normalen Pistolen. Ja, was hat sich Hudson noch weiter gedacht? Und zwar wollten sie aus das Beste aus zwei Welten in einer Pistole integrieren. Und das sieht man auch rein optisch hier auch im hinteren Teil. Denn das Ganze sieht hier aus wie eine 1911er. Ich halte mal eine 1911er rein zum Vergleich. Seht ihr hier, der Griffwinkel ist identisch. Auch der lineare Abzug, wie wir ihn bei der 1911er haben, ist bei der Hudson H9 ebenfalls vorhanden. Das zweite, was sich Hudson noch überlegt hat, wie man die Waffe verfeinern kann. Wir haben hier im Inneren ein Striker-Fired-System und auch die gleichen Sicherheitsfeatures, wie wir sie zum Beispiel auch bei der Glock finden. So ist der hintere Teil markant und erinnert stark an der Glock. Man sieht also, hier haben wir keinen ausliegenden Hahn wie bei der 1911er, sondern ein Striker-Fired-System. Kurz zu erklären, was ist Striker-Fired? Und zwar wird beim Betätigen des Schlittens, einmal beim Durchladen, der Schlagbolzen ein Stückchen gespannt, also nicht bis zum Anschlag, sondern nur so bis zur Hälfte. Wenn ich jetzt den Abzug durchdrücke, spanne ich den Schlagbolzen noch weiter nach hinten, bis zum Punkt, wo der Abzug den Schlagbolzen loslässt. Der Schlagbolzen geht nach vorne, zündet die Patrone, der Schlitten geht nach hinten, die leere Hülse wird ausgeworfen, Schlitten geht wieder nach vorne und der Schlagbolzen wird wieder zur Hälfte vorgespannt. Das bietet auch eine gewisse Sicherheit, wenn die Waffe mal runterfällt, dass die Waffe nicht aus Versehen auslösen kann. Des Weiteren haben wir auch ein patentiertes Abzugssicherungssystem, ähnlich der Glock. Systeme hier haben wir ja bei der hier, ich lade sie mal kurz durch, damit man sich das mal angucken kann. Haben wir ja hier bei der Glock hier dieses kleine Sicherungszüngel am Abzug. Den Abzug selber kann man nicht drücken, wenn man nicht den Abzugszüngel mit reindrückt. Erst dann lässt sich hier der Abzug komplett durchdrücken. Das gleiche haben wir jetzt hier auch bei der Hudson H9 mit dem Unterschied, dass wir hier den linearen Abzug vom 1911er System haben. Ich zeige hier nochmal die Glock rein. Das ist mehr so ein geschwungener Abzug. Also der wird hier so ein bisschen im Bogen abgezogen. Und hier bei der H9 bzw. 1911er haben wir einen geraden Abzug. Ich halte hier nochmal die 1911er rein. Also genau das gleiche System.
Aber wir haben ja auch so eine Art Abzugszügel, oder besser gesagt ist das schon eine richtig große Zunge. Und die befindet sich hier oben. Erst wenn der Teil hier komplett reingedrückt ist, lässt sich der Abzug durchdrücken und den Schuss auslösen. Das war alles zu der Hudson H9 in der Real Steel Welt. Machen wir jetzt weiter mit der Hudson H9 von AW Custom. Ich bin mal ein bisschen näher rangegangen, machen wir mal den Bodycheck und schauen uns dieses Schmuckstück mal etwas genauer an. Gefertigt ist die H9 von AW Custom komplett aus Aluminium. Außen haben wir keinerlei Stahlteile. Die einzigen Stahlelemente, die wir hier finden, sind die beiden Schrauben jeweils auf der linken und rechten Seite, um hier die Kunststoffgriffschalen zu halten. Ansonsten ist hier alles aus Aluminium gefertigt, aber auch das Ganze sehr, sehr hochwertig für meinen ersten Eindruck. Auch die Beschichtung schön sauber aufgetragen, haben wir hier keinerlei störenden Macken, egal in welche Richtung wir die Airsoft hier drehen, ist das Ganze wirklich sehr, sehr hochwertig gebaut. Der Schlitten sitzt ziemlich stramm auf dem Rahmen, hat kaum Spiel. Auch wenn wir uns mal die hintere Seite angucken, ist das alles sehr, sehr passgenau gefertigt. Auch hier der Schütteltest. Schüttelt es hier mehr im vorderen Bereich, da wo die Feder ist. Ansonsten ist die Waffe im Vergleich zur normalen 1911er sehr, sehr ruhig gehalten. Die Griffschalen aus Kunststoff sind auch wirklich richtig schön gefertigt und haben auch die gleiche Texturierung wie die originale H9 Pistole. Also wirklich richtig schön gemacht, gefällt mir einfach einwandfrei. Ja, und wer das Design mag, denke mal, der wird jetzt beim Bodycheck schon mal einen Daumen hoch machen. Machen wir weiter mit den Daten. Wir haben hier die AW Custom bzw. EMG bzw. WE Hudson H9 Gas Blowback Pistole. Mit einem Gewicht von 760 Gramm, einer Länge von 194 mm. Der Innenlauf hat eine Länge von 90 mm, Kaliber 6 mm BB, Kapazität 25 Schuss, System Gas Blowback mit einer Energie von 300 FPS bzw. 0,83 Joule. Das werde ich jetzt im Chrono für euch nachtesten. Genauso wie die Gaseffizienz hier bei den Magazinen ist. Das heißt also, ich werde mit einer Gasfüllung so lange schießen, bis nichts mehr geht. Und ich bin gespannt, wie viel Schuss ich jetzt hier mit der H9 bzw. H9 raushauen kann. Und danach sehen wir uns dann wieder zum Schusstest.
Das waren jetzt mal 10 Schuss, etwas konzentriert. Und jetzt wollen wir mal sehen, was passiert, wenn ich die restlichen Schüsse mal so richtig schnell runterrotze. Ja, gucken wir uns das Ergebnis mal an. Ich hoffe, ihr könnt es ganz gut sehen. Auf der Rückseite könnt ihr es eigentlich viel besser sehen, wie hier die Gruppe entstanden ist. Ich habe auf die zwischen 8 und 9 hier genau gezielt. Die Treffer sind alle ein bisschen mehr links angekommen. Ein paar Ausreißer habe ich auch gehabt, wie zum Beispiel hier die 8, die 7 und hier oben die 6. Das ist bestimmt dadurch entstanden, wo ich richtig schnell geschossen habe. Und apropos schnell schießen, wie ihr es vielleicht gemerkt habt, wenn ich ganz schnell schieße, habe ich einen mordsmäßigen Cooldown. Da kommt da ein Gasqualm raus. Ich habe sogar so ein Gefühl gehabt, als hätte ich flüssiges Gas sogar gegen die Stirn gekommen. Also da rotzt so viel Gas raus, das Ding ist so undicht, dass ich denke, wenn man ein ganzes Magazin ganz schnell rausrotzt, dass es gerade für ein Magazin reicht. Aber nochmal zurück zum Trefferbild. Ich muss sagen, auf 10 Metern finde ich das gar nicht mal so schlecht. Das war der Schusstest gewesen, Chrono- und Gaseffizienztest. Ja, kommen wir zu den beiden Sachen nochmal zurück. Der Chrono hat mich sehr überrascht. Herstellerangaben waren ja 0,83 Joule und ich hatte als Maximalwert nur 0,61 Joule erreicht. Durchschnitt lag so bei 0,5 bis 0,41 Joule. 0,5 war mit dem ersten Magazin, wo das Gas noch richtig schön vollgeladen war. Mit dem zweiten Magazin dann nur 0,41. Minimal war 0,28 bzw. 0,41 mit dem ersten Magazin. Also schön low-powered, muss ich sagen. Also perfekt eigentlich für CQB. Nicht zu viel Power, sondern genau so, wie es sein muss, finde ich eigentlich in Ordnung. Was ich nicht so in Ordnung fand, war die Gaseffizienz. Die hat mich eher mehr negativ überrascht. Mit einer Gasladung konnte ich nur 36 Schuss abfeuern. Ein Magazin hat 25 Kapazität, also ungefähr anderthalb Magazine. Mit einer Gasladung ist nicht so pralle. Wenn ich da an andere Airsoft-Waffen denke, wie zum Beispiel hier die Glock, die hat eine absolut perfekte Gaseffizienz, wo man richtig über 90 Schuss mit rausfeuern kann, ist das hier wirklich ja der Loser, was die Gaseffizienz angeht. Hat ja fast die Effizienz wie bei einem Single-Stack-Magazin, aber das ist hier ein Double-Stack, also eigentlich ist da auch ein großer Gastank drin. Also da muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht so begeistert, was die Gaseffizienz angeht. Machen wir jetzt aber weiter. Ich schaue mir jetzt die H9 mit euch zusammen etwas genauer an und wir arbeiten uns von vorne bis nach hinten durch. Starten wir mit der Visierung. Die besteht vorne aus Aluminium, ist starr, lässt sich zur Not hier nur seitlich verstellen, wenn man möchte. Ebenso wie die hintere Visierung, ebenfalls aus Aluminium und auch zur Not nur an der Seite zu verstellen. Schauen wir mal durch. Da können wir sehen, dass hier das Korn einen matten orangenen Punkt hat, also nicht gerade eine große Zielhilfe hier. Finde ich, sieht ziemlich dunkel aus, das Ganze. Die Original H9 hat eine Tritium-Visierung in knalligen, leuchtenden Orange. Hier ist das Ganze ziemlich matt. Schlitten hatte ich euch ja schon beim Bodycheck gezeigt. Sitzt richtig schön am Rahmen, richtig fest, ohne großes Spiel. Haben wir hier vorne eine Rifflung und hier hinten eine Rifflung, sodass ihr die Airsoft von vorne gut laden könnt oder auch von hinten. Der Schlitten bewegt sich auch richtig smooth. Hier hakelt und wackelt rein gar nichts, ist also absolut top verarbeitet. Hier vorne, im vorderen Bereich, haben wir eine 20 mm Rail, sodass ihr euch hier einen Laser- oder Lichtdummy nach Bedarf anbringen könnt. Der kleine Punkt hier, das ist der Zerlegehebel, den sehen wir nämlich auf der anderen Seite der Waffe besser. Wie man die H9 zerlegt, zeige ich euch später. Dann haben wir hier den Slide-Release-Hebel einmal auf der linken Seite und einmal auch auf der rechten Seite, sodass Links- und Rechtshänder hier gut mitarbeiten können. Der Magazinlöseknopf befindet sich im Lieferzustand auf der linken Seite, also für den Rechtsschützen bei Bedarf lässt sich dieser aber auch ausbauen und auf der anderen Seite einbauen, sodass hier auch der Linkshänder ganz perfekt hier das Magazin wechseln kann. Gucken wir uns das Griffstück an und das ist ein 1911er Modell nachempfunden, auch im Winkel und auch in der Form ähnelt es sehr der 1911er. Wir haben hier im vorderen Bereich eine ganz feine Texturierung, sodass die Hand rutschfest an der H9 anliegt.
ebenfalls die Griffschalen aus hochwertigem Kunststoff, haben auch eine sehr, sehr feine Texturierung, sehen auch absolut edel aus und sind dem Original absolut gut nachempfunden. Haben wir auch so eine kleine Einbuchtung hier, genauso wie auf der anderen Seite. Das soll es auch erleichtern, an den Magazinlöseknopf zu kommen. Ich habe Fragen bekommen, ob man hier auch 1911er Griffschalen anbringen kann. 1911er Griffschalen passen an der H9 leider nicht. Gucken wir uns die Rückseite an. Hier haben wir auch so ein bisschen 1911er Feeling auf den ersten Blick. Der untere Teil hier ist auch texturiert. Und der obere Teil sozusagen die nachgebildete Handballensicherung, die hier natürlich keine Handballensicherung ist, besteht hier ohne Texturierung und hat hier auch einen angedeuteten Beaver-Tail, geht also ein bisschen nach hinten über den Schlitten drüber weg, sodass wirklich eure Handballen hier auch geschützt ist und nicht es zu Klemmern kommen kann mit dem Schlitten. Gucken wir uns noch den Boden an vom Griff. Da haben wir hier eine kleine Öffnung mit der Möglichkeit, dass ihr euch hier ein Lanyard anbringen könnt. Schauen wir uns jetzt den Abzug an. Hatte ich euch ja schon im Read-Steel-Bereich kurz mal erklärt. Haben wir jetzt hier auch bei dem Nachbau hier von AW Custom den originalen linearen Abzug von der H9 mit dieser Sicherungsnase hier. Und das ist halt das Feature, was die Waffe ebenfalls sehr, sehr speziell macht. Ist auch patentiert. Gibt es so auch nicht bei einer anderen Pistole. Ich kann den Abzug hier nicht reindrücken, wenn ich die Nase hier nicht auch mit reingedrückt habe. Beim ersten Mal ist es ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn ich die Pistole, also ich fasse die Pistole meistens ja so an, dass ich hier mehr im unteren Bereich bin. Wenn ich jetzt drücke, passiert hier nichts. Ich muss wirklich den Finger ein bisschen oben halten. Dann drücke ich auch die Zunge mit rein. Und jetzt, ich halte mal den Schlittenfanghebel nach unten, weil ich habe jetzt hier keine BBs drin. Jetzt kann ich den Abzug drücken, er ist auch ziemlich stramm. Jetzt habe ich schon den Druckpunkt erreicht, nach gerade mal so 2 mm. Wenn ich jetzt noch mehr drücke, wird der Schuss knackig ausgeübt. Resetpunkt. Auch ganz knapp, auch so 1-2 mm. Hört ihr das Knacken? Kann man hier sehr, sehr schnell Schüsse mitmachen. Und ja, man muss sich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen, weil wie gesagt, ich habe das zum ersten Mal genommen, wollte drücken, ging gar nichts. Ihr müsst hier wirklich oben anfangen, drücken und dann schießen. Und ihr seht auch, nach dem letzten Schuss bleibt der Schlitten in der hinteren Position, genauso wie bei der Real Steel. Apropos Real Steel und Schlitten, hintere Position. Gucken wir uns noch mal den Schlittenfanghebel an, den hatte ich euch ja schon etwas genauer gezeigt. Im Lieferumfang findet ihr auch noch mal Schlittenfanghebel im 1911er Style beidseitig. Wenn ihr möchtet, könnt ihr also den Schlittenfanghebel so tauschen, damit ihr das Ganze so ein bisschen mehr im 1911er Feeling habt. Hat den Vorteil, dass der Schlittenfanghebel besser zu erreichen ist. Ich würde es an eurer Stelle so lassen, weil die H9 halt so aussieht. Aber ich hatte euch ja gesagt, Schlittenfanghebel, ja, braucht man hier bei der H9 nicht unbedingt. Standardmäßig, wie bei jeder Waffe, könnt ihr jetzt das Magazin rausnehmen, nachladen, reinstecken, dann entweder den Schlitten kurz nach hinten ziehen, um die Waffe wieder einsatzbereit zu machen, oder ihr benutzt halt den Schlittenfanghebel. Die H9 hat aber noch was richtig Cooles, und zwar, wenn das Magazin geladen ist, ich mache jetzt hier mal eine BB rein. So, BB ist geladen. Wenn ich jetzt das Magazin normal reinlege, passiert jetzt nichts. Wenn ich das jetzt richtig reinslamme, dann passiert genau das gleiche wie beim Original. Der Schlitten wird automatisch in die vordere Position gebracht und die Airsoft ist einsatzbereit. Ich zeige es euch dann gleich nochmal. Magazin raus, keine BB drin. Ich hämmer es jetzt mal im leeren Zustand rein, passiert nichts. Das Ganze funktioniert erst, wenn eine BB drin ist. Ich mache nochmal eine rein. BB ist drin. Ich mache es erstmal normal einlegen, wie man es normal macht. Jetzt slamme ich es rein. Zack.
und die Waffe ist sofort einsatzbereit. Also richtig geniales System und ich finde es auch absolut genial, dass AW Custom dieses Feature hier mit in der Airsoft mit übernommen hat. Das zeigt schon mal schon ein bisschen Liebe ins Detail. Finde ich eine richtig schöne Sache, um halt ganz schnell nachzuladen. Ihr braucht den Schlittfanghebel nicht betätigen, ihr braucht den Schlitten nicht kurz nach hinten machen. Magazin rein, zock und die Airsoft ist sofort einsatzbereit. Ja, einsatzbereit ist sie jetzt und ich denke mal, machen wir mal so einen kleinen Blowback, Kick, Check, Soundcheck von der H9, wie die sich so verhält beim Schießen. Ihr seht, es kommt ganz schön viel Gas raus. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir hier so eine schlechte Gaseffizienz hat. Die Airsoft neigt auch ganz schön zum Cooldown. Also wenn ihr ganz schnell hintereinander schießt, wird das Magazin auch ordentlich kalt. Aber der Kick ist ja unerklärlich. Es ist wirklich so kurzer, harter Kick. Das liegt wahrscheinlich an dieser kurzen Feder, die hier drin ist. Ich zeige es euch mal von der Seite her. Und mal von der Seite. Und ihr seht auch schon, Magazin neigt sich jetzt schon dem Ende. Also viele Schüsse sind mit der H9 nicht möglich. Machen wir zum Schluss noch ein feldmäßiges Zerlegen und dann zeige ich euch kurz die Internals. Das Zerlegen ist genauso wie beim Original. Zuerst Magazin rausnehmen, dann Schlitten in die hintere Position einrasten lassen. Dann habt ihr hier auf der Seite diesen Knopf und auf der anderen Seite diesen Hebel. Wenn ihr den Knopf reindrückt, könnt ihr auf der anderen Seite jetzt den Hebel umlegen. So. In diese Position und dann könnt ihr den Schlitten abnehmen. Hier haben wir das Griffstück und hier haben wir den Schlitten. Den Outer Barrel könnt ihr einfach so raushebeln und den Inner Barrel könnt ihr auch ganz normal abziehen. Gucken wir uns mal den Inner Barrel an. Der hat eine Länge von 90 mm. Hier können wir auch das Hop absehen, das rote, AW Custom typisch. Und wir sehen jetzt hier auch auf der Unterseite das Hop-Up-Einstellrädchen. Hier könnt ihr wirklich ganz fein und sauber euer Hop-Up justieren. Ist auch schön straff, sodass ihr nicht Sorge haben müsst, dass es hier sich beim Schießen verstellt. Das Ganze hier auch aus Zink-Druckguss gefertigt. Genauso wie hier der Outer Barrel. Gucken wir uns den ausgebauten Schlitten auch noch mal etwas genauer an. Ich drehe ihn mal um. Da sehen wir hier das schwarze Nuzzle aus Kunststoff gefertigt. Gut in der Führung, hakt nicht, hat ein bisschen Spiel und anscheinend, wie gesagt, dichtet das Ganze auch nicht so ordentlich ab, da wir hier auch eine schlechte Gaseffizienz haben. Gucken wir uns zum Schluss auch noch mal den Frame an. Da haben wir hier vorne den markanten Teil. Die Feder mit dem Spring Guide, Feder natürlich aus Stahl, Spring Guide ist ja aus Aluminium gefertigt. Auch im Inneren alles aus Aluminium bzw. Zink-Druckguss gefertigt. Die Feder kriegen wir nur raus, wenn wir hier den ganzen Trigger Guard abbauen. Hier durch diese Schraube kann man das Ganze lösen, lasse ich jetzt mal sein. Hier hinten auch alles Zink-Druckguss, Aluminium, selbst hier der Firepin ist auch aus Aluminium gefertigt und nicht aus Stahl, also alles ziemlich günstig gebaut. Die Airsoft ist wieder zusammengebaut und jetzt ist es Zeit für die Pro und Contras. Heute die Hudson H9 von AW Custom bzw. EMG. Ja, und ich fange wie immer mit den Pros an. Und da kommt für mich an erster Stelle, wie sollte es anders sein, es hat eine spezielle Waffe es als Airsoft geschafft. Und diese Hudson H9 ist für mich auf jeden Fall eine absolut spezielle Waffe, zumal auch schon zu dem Hintergrund, dass die Originalfirma jetzt bankrott ist und dass die Real Steel H9 jetzt so langsam so in den Status Sammlerwaffe kommt, hat jetzt hier diese H9 als Airsoft eigentlich fast schon den gleichen Status errungen. Und ich finde es absolut genial, dass AW Custom uns hier diese H9 hergestellt hat. Und das zweite coole ist, das Ganze ist auch noch ein Lizenzprodukt, das heißt, alle Markings,
alles genauso wie beim Original. Die Airsoft ist wirklich von außen täuschend echt nachgebaut, absolut top. Und auch die ganzen Features, die die Realsteel H9 hat, wurde hier so gut es geht auch in der Airsoft übernommen. So haben wir hier den Spring, alles hier auch in diesem unteren Bereich, genauso wie bei der Realsteel. Dann haben wir hier diesen patentierten Safety Trigger, genauso wie bei der Realsteel. Wir haben auch hier dieses Fast Reload, also hier dieses Reinslammen des Magazins, sodass der Slide Release sofort funktioniert. Auch dieses Feature hat AW Custom übernommen und das ist einfach absolut top. Und ja, das sind eigentlich alle positiven Sachen, die ich zu dieser Airsoft zu sagen habe. Kommen wir zu den Negativpunkten und da fangen wir mal hier oben an. Und das ist für mich hier die Visierung. Es wurde hier versucht, hier diese Tritium-Visierung irgendwie nachzuempfinden mit diesem orangenen Punkt, aber der ist viel zu dunkel. Also es ist überhaupt gar keine Zielhilfe. Ich finde, da hätte man eher dann ein richtiges knalliges Orange anbringen können oder sich irgendwas anderes hat einfallen lassen. Aber die Visierung finde ich jetzt nicht so toll. Auch die Gaseffizienz lässt auch extrem zu wünschen übrig. Wir können gerade mal 1,5 Magazine hier mit der Airsoft raushauen. Ihr habt auch gesehen, beim Schießen pustet die Airsoft hier Gas ohne Ende aus, also dichtet auch nicht ordentlich ab das Ganze. Dadurch haben wir auch einen absolut schnellen Cooldown beim schnellen Triggern, also das Ganze ist nicht richtig schön gebaut. Der Abzug ist gewöhnungsbedürftig, würde ich jetzt nicht in den Negativpunkt packen. Also am Anfang ist es ein bisschen negativ, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, geht es, denn ihr müsst den Finger etwas oberhalb greifen, damit hier die Sicherung deaktiviert wird. Wenn ihr weiter unten greift, ja, habt ihr keine Möglichkeit zu schießen und dann kann das Ganze auch so am Anfang ein bisschen hakeln, wenn ihr euch daran nicht gewöhnt habt. Würde ich jetzt aber dennoch zu den Negativpunkten hinzufügen. Dann, ja, Stichpunkt Internals, bin ich auch nicht so begeistert. Alles Zink-Druckguss, Aluminium, da hätte man auch ein bisschen was Höherwertiges verbauen können. Und das ist gleich in dem Bezug auf den letzten Negativpunkt, Preis-Leistungs-Verhältnis. 230 Euro sind hier für diese Airsoft aufgerufen. Und für den Preis, ja, muss ich ehrlich sagen, hätte ich mir dann auch perfekte Internals gewünscht. Von außen wirklich alles absolut top, kann man wirklich nicht meckern. Abgesehen jetzt hier von der Visierung ist das Ding richtig geil gefertigt, sieht absolut echt aus. Ja, aber 230 Euro, okay, da ist noch ein bisschen Lizenzrecht mit dabei. Dennoch finde ich es teuer. Also es ist wirklich an der Schmerzgrenze dran, die 230 Euro. Ich sehe das Ding so mehr so in die, ja, so mehr so 180 100 oder 199,99, ja, in dem Bereich, aber nicht über 200 Euro. Also da muss jeder wissen, ob das was für, ob das was ist oder nicht. Ich habe sie jetzt für mich gekauft und damit sind wir auch schon beim Fazit und bei meiner Kaufempfehlung. Ja, ich habe sie gekauft aus der Sicht eines Airsoft-Sammlers und da gehört auf jeden Fall die H9 hinein in eine Airsoft-Sammlung. Allein schon, wie gesagt, schon aus der Geschichte von Hudson. Die Entwicklung ist wirklich was Innovatives. Es ist eine Pistole, die man so halt nicht oft sieht. Und sowas gehört einfach in die Sammlung. Und wer so ein Verrückter ist, so wie ich, für den sind dann die 230 Euro, sagen wir mal so in Anführungszeichen, zeigt noch so einigermaßen in Ordnung. Für den Airsoft-Spieler, da muss ich ehrlich sagen, ist die H9 nichts. Sie ist zu teuer, die Gaseffizienz ist nicht berauschend. An den Trigger, da müsst ihr euch noch gewöhnen. Und das gleiche, Holster ist wahrscheinlich auch Mangelware, da einen passenden Holster zu finden. Also für den Spieler ist es eher nichts. Die Waffe ist wirklich eher was für den Sammler. Ja, und das ist eigentlich auch alles, was ich jetzt zu der Airsoft zu sagen habe. Ich hoffe, euch hat das Review hier Spaß gemacht zu der Hudson H9, zu dieser speziellen Airsoft. Denke ich mal, da gibt es wirklich jetzt, da gehen die Welten jetzt auseinander. Einige werden sie porthässlich finden, andere werden sie wahrscheinlich extrem cool finden. Jetzt seid ihr wirklich dran. Jetzt könnt ihr euch unten in dem Kommentarfeld so richtig ausruhen. Was haltet ihr erstmal von dem Design von der Hudson H9? Ist das Ding cool oder ist es eher uncool? Was haltet ihr generell? Würdet ihr euch die Airsoft zulegen, auch zum Spielen?
Sind da welche dabei, die sich auch vorstellen können, damit zu spielen? Oder ist das wirklich mehr was für Sammler? Ich bin wirklich auf eure Kommentare gespannt. Ich werde mich natürlich wieder rege beteiligen. Das war's von mir gewesen. Wer meinen Airsoft-Kanal noch nicht abonniert hat, der klickt mal da oben auf den Abo-Knopf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Ihr könnt auch die Glocke aktivieren, damit ihr überhaupt nichts mehr von mir verpasst. Jedenfalls, das war's von mir gewesen. Bleibt mir schön gesund. Wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Das war's von mir. Bruce, ich bin raus.